Richtiger Blumentopf bin ich jetzt. Jetzt bin ich in der richtigen. Wow. Okay, warte, ich starte die Aufnahme. Moin zusammen und herzlich willkommen zu Johnnys und meiner Aufnahme von Stadtland Fluss. Wir haben heute wieder die Butchen dabei. Moin. Eine Freundin von mir, welche auch beim Stream zuschaut. Also wir laden gerne Stream-Zuschauer ein. Und ja, Stadtland Fluss, wie gesagt. Wir sind immer noch im gleichen Stream. Kategorien, ja genau. Wir sind im gleichen Stream, im 12-Stunden-Stream. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Und wir neigen uns Ende des Streams langsam zu. Oh, well. Oh! Ach du Scheiße. Ach ja, es geht wieder darum, möglichst dunkle Antworten zu schreiben. Ja, die Frage ist, geht's um Rechtschreibung? Vor allem die Uhrzeit, Alter. Jetzt ernsthaft, ich dachte, wir machen ohne. Hä? Ich hätte das richtig ausgewählt. Okay. Nee, das war da noch. Okay. Dinge, die ich mit Kindern mache. Wollen wir nach der Reihe nach vorlesen? Liest du einfach alle vor. Oral, Vergenuss, Wurzeln. Orgasmus. Online sagen, dass ich in deren Alter wäre und dann mal schauen. Machen wir mit Punkte geben? Ich glaube, wir müssen das machen, oder? Ja, komm. Keine Ahnung. Nichts hat das gleiche. Ich würde sagen, wenn was gleich ist, streichen wir es raus. Dann lehnen wir das ab, wenn das gleich ist. Anderes Wort für männliches Genital. Omnischüssel, Ochsenschwanz, Orgasmenbeschwerer. Hä? Ich bin noch nicht fertig. Jetzt will... Alter. Hä? Ist das bei euch auch? Das ist, glaube ich, verbuggt. Was ist verbuggt? Musst du auswählen, dass du fertig bist. Ich bin fertig. Lol. Okay. Ich glaube, ich habe das tatsächlich... Egal. Ach, ich habe noch nicht fertig gedrückt. Man kann nur eine Sache auswählen für 15 Punkte. Oder ist jetzt alles mit Punkten? Also ich habe noch nichts ausgewählt. Ich kann noch mehr kreativ auswählen. Ja, ich habe zwei kreativ ausgewählt. Ach, da steht's. Guck mal, da hat man zwei Daumen hoch. Ja, das ist dumm. Okay, dann weiter. Ja, okay. Geschenk für Großmutter. Opa tot. Ornament. Ohr, was ich abgeschnitten habe. Ohrenschmalz. Onkels Füße habe ich dabei. Stinken. Mein feuchter Traum. Ölsardinen, die ganz langsam im Mund gleiten. Otto der Fister, Uranieren habe ich hingeschrieben. Titel meiner Autobiografie. Olaf der Kerkermeister, ohne mich kein Corona, wollte ich hinschreiben. Die wahre Geschichte. Was ist zum Polizisten sage? Oh, so früh am Morgen schon blau? Okay, Bro. Okay. Brauchen wir eigentlich nichts ablehnen, nichts ist leicht, deswegen... Ja, fertig. Okay, wir machen es jetzt so, wir warten erst, bis alle fertig sind und drücken dann auf fertig, ja? Okay. Dinge, die man mit Kindern macht. Linken Arm, absägen, Liegestütze sind zwar nackig, lästern wir andere dumme Kinder. Okay, das war doch sehr human. Ja. Anderes Wort für männliches Genital. Okay, langer Lulatsch, wir müssen beide ein bisschen langer Lulatsch ablehnen. Ja, als ob. Ja, doch. Ach so, lol, als ob. Ja. Alter. Müssen wir alle ablehnen. Also, du auch, Ich kann ja meinen eigenen nicht ablehnen. Okay. Burschen hat jetzt, Ja. Ich hab's gemacht. Geschenk für Großmutter, linken Arm eines Kindes. Ey, komm, wir haben gesagt, nicht zweimal das Gleiche. Nein, deswegen, verstehst du nicht, im ersten säge ich den ab und im zweiten schenke ich den ich abgesägt habe, meiner Großmutter. Ja, aber... Ja, so hab genau. Ich mir das gedacht. Ja, aber... Ja, okay, 3000 IQ. Aber nächste Runde nicht, okay? Weil sonst ist es zu easy. Ja... Lutscher mit... Ich wollte halt eher, dass das so zusammenhängt und nicht... Ach so. Geschenk für Großmutter, Lutscher mit einem Skorpion, Lesbenpornos, die mag es auf die harte Tour. Dinge, die stinken. Lang vergessener Fisch, Lade die Pferde scheiße. Die Lustgrotte habe ich geschrieben. Da ist mir nichts eingefallen, absolut nicht. Mein feuchter Traum. Lustvolle Befriedigung über die Ohren. Ist das wegen dem Stream von Final Fantasy 7, wo die Massage war?
Nein, da habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht. Ich da war es ja eigentlich, da hat die, die Frau ja deine Hände massiert hauptsächlich. Leck mich, bis der Arzt kommt. Oh. Mm. Ich habe langes Baden mit mir selbst, das ist mir auch nichts eingefallen. Titel meiner Autobiografie. Lustig ist das Zigeunerleben. Lol, 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 lol. Ich dachte auch an lol, aber ich habe geschrieben, Leben niemals. Was ich zum Polizisten sage, leck mich am Arsch, so schnell war ich nicht. Larry, du elender Keck. Lol, du bist langsamer als ich. Sollen wir denn noch Daumen nach oben geben für das Kreativste, oder? Warte mal. Ich hab dir eben schon einen Daumen nach oben gegeben. Was, wen gebe ich denn noch hier? Ich geb Timo noch eins. Warum gibt's die Funktion überhaupt? Bei welchen dann? Ja, siehst du irgendwo. Ja, was nehme ich denn? Ja, leck mich, bis der Arzt kommt, ne? Finde ich schon gut. Danke. Ja, finde ich schon gut. Boah, aber hier Liegestütze und zwar nackig war auch echt ja, gut. Das kriegt auch noch einen Daumen hoch von mir. So, Dinge, die ich mit Kindern mache. Nutze sie für meine eigenen Zwecke, das zerstört. Was? Das stört die nicht. Achso, das stört die nicht. Nekrophilie. Oh, Nekrophilie. Oh, warum ist mir das nicht eingefallen? Normalerweise schlafen. Oh, Alter, genial. Okay, anderes Wort für männliches Genital. Nuckelstange, Nüsse, 90 cm langer Befriediger. Ich lüge nicht. Geschenk für Großmutter, Nussjoghurt mit Rasierklingen verfeinert. Was? Nee, Nutten, weil sie erst 20 ist. Dinge, die stinken. Ist klar. Natürlich erschaffenes Methan. Ninas toter Körper. Wer ist Nina? Das ist das zweite, was du Nina nennst. Ich denke, es ist ein Name. Nashornkacke habe ich geschrieben. Ja, ich bin, ne? Mein feuchter Traum: Nilpferde richtig ausnutzen. Nackig bar mit Patrick Star. Ich glaube, du hast so einen Fetisch, ne, bei SpongeBob. Ich habe Nil. Ich kenne nicht deinen vollen Namen, aber aka Barney und sein Playbook. Als Schauspieler heißt wirklich heißt er Nil irgendwas. Titel meiner Autobiografie: Nee, ich bleib sitzen. Nein, halt, stopp, jetzt rede ich. Normal ist langweilig. Was ich zum Polizisten sage: Na, wollen Sie mitmachen? Nö, das war die Antwort. Na, du Lappen. Ja, nichts. Aber nö. Nichts ist gleich. Also, Nekrophilie kriegt schon mal einen Daumen nach oben. Genau. Wen gebe ich jetzt noch hier? Ja, ich finde doch die Nilfett-Sache sehr geil. Zehn. Ich finde es komisch, dass man nur zwei Daumen nach oben geben kann. Eigentlich müsste es für jede Kategorie einen Daumen nach oben geben. Ja. Ja. Das ist halt das Spiel irgendwie. Macht nix. Dinge, die man schon mit Kindern macht. Hose runterziehen, Huckepack hassen. Wort für männliches Genital. Haselnuss mit langem Ende. Hodensack herrscht über den Orgasmus der Frau. Geschenk für Großmutter. Hass. Huawei, Hitlers erstes Buch. Dinge, die stinken. Hintern ist doch klar. Haushuhn, das tot ist. Huren, die 90 sind. Mein feuchter Traum. Du hast echt den darkesten Humor von uns. Nein, ich habe bei Human bekam's, keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Blackheart. War ich immer letzter. Oh. Ja, aber hier kannst du frei entscheiden und bist nicht an die Grenzen der Karten gebunden. Mein feuchter Traum. Hoch und runter, hoch und runter. Haare entfernen. Heinrich in der Badewanne. Da wollte ich auch Hitler schreiben und dachte, ich muss zweimal Hitler. Ja, ich wollte da auch Hitler schreiben. Titel meiner Autobiografie. Huch, nicht schon wieder. Heute Show mit SpongeBob. SpongeBob-Fetisch. Hier bin ich und du bist confirmed. Hier bin ich und du bist ein Noob. Was ich zum Polizisten sage, hat Ihnen das Rennen auch so viel Spaß gemacht wie mir? Huren sind auf damit. Hey, deine Frau ist hinten im Kofferraum. Ihr seid echt so gut. Ey, da kann ich euch echt nicht das Wasser reichen. Wow. Ah. Hoch und runter, hoch und runter. Kann das nicht auch aus SpongeBob?
Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich liken soll. Das ist alles irgendwie richtig gut. Entscheid dich. Alter. Ja, ich nehme eins von euch beiden, das weil alle gut sind eigentlich. Oh, what's this? Ich hoffe, dass mal Tee kommt. Okay, Dinge, die man mit Kindern macht. Warte, ich hab nicht geschrieben, okay. Alter. Alter. Scheiße. Alter. Soll ich vorlesen, oder? Ja. Alter. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich habe auch so meinen Ton richtig laut gemacht. Dinge, die man mit Kindern macht. Traumatisieren, Tod durch, totschlagen. Anderes Wort für männliches Genital. Turmartige Rakete, die hoch artige. In den... Achso, artige, die hoch in den Himmel schießt. Taumelnde Eier mit Wurst. Toiletterer Beglücker. Deine Sachen sind immer so vornehm. Was sind das für Wörter? Geschenk für Großmütter, toll, stark, Anti-Faltencreme, Teddybär, tiefe Einblicke in mein Sexleben. Wow. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Dinge, die stinken. Tote Oma, Telekom, Thaddäus. Ich wollte jetzt auch mal SpongeBob bringen, ja? Mein feuchter Traum, tierisch heftige Arscherfahrung. Tanze 187, Tante Theresa, die Geile mit dem Lufferschwamm. Titel in meiner Autobiografie, Tick, Tack, Knack, Kaputt. Theo, halt mal deine Fresse. Tolle Tipps, wie man Idioten ausnimmt. Was ich zu Polizisten sage, testen Sie mal mein Weed, ist richtig gut. Titten. Tolle Uniform, deine Frau hatte gestern die gleiche an. Oh. Du machst immer wieder den gleichen. Nein, echt... nein, ich mach nicht den gleichen. Du gehst immer auf die Frau. Ich kann auch auf den das Mann gehen. Damit. Ihr Mann ist hinten im Kofferraum. Ich finde die tolle Anti-Faltencreme sehr schön. Ist sie richtig toll und richtig stark? Die total starke Anti-Faltencreme. Oh boy. Wer ist eigentlich Theo? Ich weiß nicht, wer Theo ist. Wer hat sein Mo gehalten? Nachdem du das Buch rausgebracht hast. Genau. Der hat seitdem nie wieder was gesagt. So. Dinge, die man mit Kindern macht. Ins Feuer stoßen. Igel ausstechen. Ins Gesicht schlagen. Und wenn die Mama kommt, du verstehst. Anderes Wort für männliches Genital. Interdimensionales Gleitprojektil. Lol. Packt das bei euch auch rüber? Über die Anzeige? Ja. In einer fleischverpackten, weichen oder harten Hülle mit vielen Überraschungen und äußerst umhüllt mit Haaren. Alles klar. Intergalaktischer Beglücker mit Vibration. Ja. Oh nein! Ja. Geschenk für meine Großmutter. Intime Bilder, die ich heimlich von ihr in der Dusche gemacht habe. Und dann zeigst du sie auf die Kamera. Da, Oma, da ist sie. Da. Ins Maul. Oh, Manu ist weg. Also was habe ich auch gedacht, aber du hast es echt perfekt in Worte gefasst. Danke. Inhaltloser Sarg, Plan für die Zukunft. Dinge, die stinken. Igel, frisch aus dem Arsch. Immer diese abgelaufenen Lebensmittel. Mächt, Igelsperma. Ja, warum denken wir alle an Igel? Jetzt hat jeder mal irgendwas mit Igel. Ja, genau. Oh, Stadtland Fluss. Ja. Mein feuchter Traum. Irgendwas Hardcore-mäßiges mit Bondage und Sadomaso. Jetzt denke ich wieder an... einer Bar mit 72 jungen Frauen. Ich mein altes Arschloch stechen. Nee. Ja, das ist doch schon richtig. Nein, Manu ist weg. Ich hasse euch alle. Indiana Jones ist fake. Internet, hier kommt. Ja, bei Internet ist mir nichts, da ist mir nichts eingefallen. Was ich zum Polizisten sage. Ihr bekommt mich. Nee.
Ihr bekommt mich niemals lebend. Ihr bekommt mich niemals lebend. Zu langsam, weil ihr nur Donuts fresst. Eine Maus, Hilfe. Sie sehen aus wie eine alte Backe. Ich wollte eigentlich da reinschreiben, sie sehen aus wie Freddy Krüger, der die Karte von Utah gefickt hat, aber ich wusste nicht, wie man Freddy Krüger schreibt. Oder Utah. Oh. Ja. Ja, jetzt wieder Punkte verteilen. Die sind alle wieder mal gut, ey. Intime Bilder fand ich sehr witzig. Fand ich schon. Alter. Indiana Jones ist fake. Das halte ich für eine Lüge. Das mit dem Sarg fand ich richtig geil. Und auch was Brötchen da bei der zweiten Kategorie geschrieben. Genau. Komplett ausgerüstet. Ist Manu jetzt wirklich back? Anscheinend, der jetzt okay. Manu schaut bei meinem Stream einfach zu. Okay. Ist noch ja, der Stream ist ja eh fast vorbei. Man kann das ja nochmal wiederholen, so ein Spieletag oder Abend, wo wir verschiedene Spiele spielen. Geil, Mann. Soll ich wieder Dinge, vorlesen? Die man mit Kindern macht. Okay. Geil. Pumpen. Penetration und lol, du Opfer. Ich mag beide, ich will einfach beide liken. Männliches Genital. Poporammelmaschine. Penetrierter Pirol. Penetrator mit Prestigerang, ja. Geschenk für Großmutter. Pommes. Ich hatte keinen Hunger mehr. Biss ins Gesicht. Überhässlich. Dinge, die stinken. Himmelsaft. Wow. Penis, der ungewaschen ist. Pinker Panzer, nachdem die Leiche gefickt wurde. Alter, Johnny. Was ist denn bei dir? Was ist los? Kennst du nicht einen rosaroten? Achso, das ist, ja, natürlich kenne ich den. Ja, den gibt's schon lange. Der ist schon lange tot wahrscheinlich. In der Ecke. Mein feuchter Traum. Puffmais in meinem Arsch. Patrick Star ist immer mein feuchter Traum. Pudel, der mein Bein abkrammelt. Ja, Alter. Das ist der Traum. Hä, warum hast du dich bei Autodub? Da ist mir echt nichts aufgefallen. Hä, du hast mit R geschrieben. Oh, scheiße. Ja, dann mach das mal raus. Ich dachte an R. Mach beide mal ablehnen. Durch Europa während der Corona-Pandemie. Aber du kannst es trotzdem mal vorlesen. Roll die Würfel des Lebens, du Lauch, und kauf dir mein neues Buch. Sag dir, wie es geht. Für 9,99 €. Aber ihr müsst beide ablehnen drücken, ne? Was ich zum Polizisten sage. Ach, Partner, wie ich sehe. Ja, den kenne ich doch von gestern Abend. Penner, geh mir aus dem Weg. Ja, pragmatisch. Papa sagt, sie seien ein Sohn, lol, das stimmt sogar, weil sie mich angehalten haben. Alter. Ja, Chat hat recht. Was denn? Sowas von. Was will ich denn noch upgraden? Ja, komm, Patricks feuchter Traum. Er wird immer deine Nummer 1 bleiben. Hallo? Ja. Ich bin jetzt auf mein Handy drauf. Ah, oh, okay. Warum denn? Mein Laptop abgekratzt. Anscheinend, der ist eingefroren. Bist du auch aus dem Spiel komplett raus? Warum ist er eingefroren? Manu, ich glaube, du kannst aber auch mitspielen, ne? Der Link ist noch im Discord. Also wenn du Bock hast. So. Ich denke, ich muss meinen Laptop erstmal Not ausschalten, falls er es überhaupt macht. Ich hab gerade Not ausschalten verstanden. Ja, was machen wir jetzt? Hast du deinen Laptop gegessen? Ich denke, mein Laptop hat einfach aufgegeben, als er diese ganzen Witze gehört hat bei Stadtland Fluss, dachte er so, nee. Nee, das ist jetzt vorbei. Nein. Das wird vorbei, ey. Tschüss. Also, entschuldigung. Der Dank, nee, nie wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, wir enden wir an der Stelle die Aufnahme, ne? Ich würde auch den Stream dann für mich beenden heute. So, ciao. Ah, ich weiß nicht.